Habe ich da gerade an der Decke irgendwas gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier auf Dalbert TV. So, ich habe jetzt einiges vorbereitet, wie in der letzten Folge angekündigt, auch wenn diese schon ein bisschen her ist, da werde ich aber gleich was zu sagen. Ja, ich habe hier soweit schon alles vorbereitet, dass wir in die Höhle gehen können, wie angekündigt. Den Stromgenerator habe ich einmal komplett aufgefüllt, sodass der Kühlschrank hier am Laufen bleiben sollte. Und jetzt werde ich mir hier schnell nochmal was zu essen reinpfeifen. Habe ich auch ein bisschen was vorbereitet. Guck mal, das hat ja schon mal super funktioniert. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Der Rest ist okay. Dann werde ich jetzt diese Sachen hier mitnehmen. Die vergammeln mir nämlich unterwegs tatsächlich nicht. Und hiervon nehme ich mir auch ein bisschen was mit, dass ich unten in der Höhle schlicht und ergreifend was zu essen habe. Genau das gleiche gilt hier für die Eier. Und zwei von denen nehme ich noch mit. So, das sollte reichen. Ansonsten habe ich alles ausgestattet und wir laufen direkt los. Jetzt ist die Situation die, ich habe natürlich keine so richtige Ahnung, wo diese Höhle ist. Ich habe nur eine Vermutung. Und ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Taucherset. Das müssen wir jetzt auch erstmal rausfinden. So, jetzt lass uns mal sehen. Ich glaube irgendwie, dass der Eingang hier sein könnte. Nee, Entschuldigung, nicht hier, sondern hier vorne. So, was wir aber jetzt als erstes mal machen, bevor ich jetzt hier irgendwelche Aktionen starte, darunter zu tauchen, ist mal zu gucken, wie sich das jetzt hier verhält. Offensichtlich können wir die Taucherausrüstung anziehen, ohne irgendwas ablegen zu müssen. Das ist schon mal gut. Oh, und sie funktioniert auch direkt schon. Alles klar, dann lass uns einfach mal gucken. Okay, ich sehe hier immer noch nichts. Da vorne könnte was sein. Schwimmen hier einfach mal ein bisschen weiter rum. Ich meine, irgendwo hier habe ich den Höhleneingang mal gesehen, als ich hier lang geschwommen bin. Beziehungsweise ich bin der Meinung, dass ich ihn gesehen habe. Hundertprozentig wissen kann ich es natürlich wieder nicht, weil ich noch nie drin war. Aber ich vermute es halt einfach, dass es. Warte mal, ich ziehe das erstmal wieder aus, weil ich will noch keinen Sauerstoff verbrauchen. So. Gucken wir noch mal. Ich kann auch völlig falsch liegen. Das hilft nicht. Okay. Nee, ich finde die Stelle jetzt nicht wieder. Also ich bin mir sicher, dass es irgendwo hier in dem Krater drin ist. Ich habe auch irgendwo mal gesagt bekommen oder gehört, gelesen, dass wir im Prinzip direkt vor der Höhle gebaut haben. Das heißt also, ich denke nicht, dass wir lange suchen müssen. Ich werde jetzt mal runtergehen und ich möchte mal eine Sache probieren. Und zwar, natürlich nehmen wir hier die Dinger mit, wenn wir sie sehen. Und ich will kurz bevor mein Sauerstoff leer ist, die Flasche erst einsetzen. So, und zwar wäre das jetzt erstmal der Moment. Okay, perfekt, das hat geklappt. So, und dann lass uns einfach mal hier runtertauchen und ich hoffe, dass wir den Höhleneingang dann auch direkt finden werden. Unter uns ist wieder eine Muschel. Okay, ich sehe schon, also wenn wir uns hier wirklich auf Muscheln konzentrieren, werden wir wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes machen. Dann werde ich die hier jetzt noch mitnehmen und dann nehme ich wirklich nur noch die mit, die direkt auf dem Wege liegen. Weil ich weiß auch nicht, wie viele Flaschen wir überhaupt brauchen, um lebend rein und rauszukommen. Und ich habe jetzt ja auch nicht unendlich viele dabei. So, dann lass uns mal schauen, da oben wäre schon wieder eine Muschel. Okay, also hier scheint noch nichts zu sein. Versuchen wir mal wieder ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Ist sie da vorne die Höhle oder vielleicht hier? Das da könnte was sein, oder? Nee, ist auch nur einfach ein Stein, okay. Gehe ich mal doch noch mal hoch. Da ist die Base. Nee, ich glaube eher in der Richtung. So, machen wir das. Ziehen wir wieder aus. Den Teil hatten wir jetzt abgedeckt. Schwimme ich jetzt mal weiter hier rüber. Also wir werden jetzt gemeinsam ein bisschen suchen. Wenn ich es jetzt aber nicht gebacken kriege, mache ich natürlich gleich einen Schnitt, bis ich die Stelle gefunden habe. Und dann müssen wir natürlich auch noch schauen, dass wir irgendwie einen Orientierungspunkt suchen, dass wir uns das Ganze merken. Während ich jetzt hier aber dumpf einfach die Strecke zurückschwimme, die wir schon hinter uns gebracht haben, kurz die Erklärung. Ich hatte am 15. April, das müsste auch der Tag sein, wo das letzte Video hochgegangen ist oder der Tag nach dem letzten Video, habe ich dann wie immer meinen Sohnemann zum Kindergarten gebracht und auf dem Rückweg habe ich mich, ja,
wie soll ich sagen, mit dem Fahrrad schlicht und ergreifend auf die Schnauze gelegt. Ja, es ist soweit alles gut. Fahrrad ist ein bisschen kaputt, logischerweise. Ich selber habe jetzt nicht so mega viel abbekommen. Das einzige Problem ist, ich habe halt, mir ist das Pedal gegen das Schienbein geschlagen und habe mir da ein, ja, ich sag mal 0,5 mm im Durchmesser, so einen halben Zentimeter, ein ordentliches Loch mitten ins Schienbein reingeschlagen. Und das ist so eine Stelle, die ist halt super blöd. Wenn das anschwillt und anfängt dick zu werden, da ist die Haut ja eh recht dünn, reißt das immer alles wieder auf. Und deswegen hatte ich eben die Anweisung, Fuß hochlegen. Und ja, dementsprechend habe ich tatsächlich am 15. direkt noch versucht, Videos zu drehen. War aber nicht erfolgreich. Also ich war dann so abgelenkt von Schmerzen und so weiter. Alles, was ich vorbereitet hatte, habe ich dann bei den bloßen Versuchen echt zu erledigen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ich war voll bewaffnet, bis an die Zähne. Und ich glaube, ich habe 6 Medipacks rausgehauen. Und ich habe diesen Elch nicht kaputt gekriegt. Ich glaube, der Elch lebt immer noch. Aber ich war halt so vom Kopf her so abgelenkt, dass das überhaupt keine Chance hatte. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich bin jetzt seit Mitte August letzten Jahres dabei. Ich habe nicht ein einziges Mal irgendwie eine Pause gemacht. Also es sind tatsächlich seitdem jeden Tag Videos online gegangen. Jetzt wird es mal Zeit. Zumal ich auch mal gucken wollte, was mit dem Kanal so passiert, wenn man mal nichts macht. Und dementsprechend habe ich mir jetzt einfach diese Auszeit genommen. Heute geht es wieder los. Wir haben heute Montag, den 26. Ich kann nicht versprechen, dass heute direkt schon was online ist. Das hängt jetzt davon ab, wie viele Folgen ich heute fertig kriege. Aber spätestens morgen seid ihr wieder im Rennen. Und da ist auch noch die zweite gute Nachricht. Kurz nachdem ich ausgefallen bin, kam von Senfbrett die Meldung, dass er wieder einsatzbereit ist. Und dementsprechend haben wir da auch heute Abend schon eine Aufnahmesession geplant und auch da geht's ab morgen weiter. Gut, so, also ich finde jetzt hier so nichts, wir müssen also wieder ein bisschen weiter runter. Wir werden jetzt nochmal einen Tiefgang machen und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich offscreen weitersuchen, weil das ist ja für euch auch super langweilig hier permanent zuzugucken. Gut, da hinten ist die Base, also es muss eigentlich irgendwie irgendwo hier sein. Oh, jetzt wird die Base angegriffen. Das ist nicht so cool. Könnte das da irgendwas sein? Guck mal, die erste Flasche ist jetzt platt. Zieht er sich die zweite jetzt direkt hinterher? Das testen wir jetzt auch mal. Ist das da irgendwie ein Eingang? Aber es sieht nicht so aus. So, erste Flasche. Ja, jetzt zieht sie sich direkt. Okay, also eine von 5 haben wir weg. Ah, hier ist auch nichts. Und das ist die Stelle, wo ich vorhin runtergegangen bin. Da ist nämlich die Muschel. Okay, das ist ja was. Ich suche und suche und suche. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Base auch ohne uns klarkommt. Nee, also hier sehe ich jetzt definitiv nichts. Gut, alles klar, dann machen wir das jetzt so. Ich mache jetzt den Pauseknopf rein und ich hole euch dazu, wenn ich die Höhle gefunden habe. Keine Angst, ich werde nicht reinschwimmen. Aber ja, suchen mache ich jetzt offscreen weiter. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe die Stelle gefunden. Jetzt wird es nur gerade richtig dunkel, was natürlich richtig mies ist. In der Höhle stört uns das, glaube ich, nicht, aber außerhalb. Also ich habe die Stelle hier, ich habe sie mir jetzt auch einigermaßen gemerkt. Ja, also die Base ist da vorne und ich bin jetzt genau oben drüber. Das heißt also, wir werden jetzt runtergehen. Sobald Sauerstoff ein bisschen knapp wird, switche ich um auf die Flasche und dann schwimmen wir einfach mal da rein. Ich bin echt gespannt, wie es dann aussieht. Ich gehe jetzt einfach runter bis zum Grund. Boah, es ist wirklich zappendunkel hier unten. Aber mir fällt gerade auf, wenn ich auf den Aufnahmebildschirm gucke, sehe ich viel, viel mehr. So, jetzt muss ich einmal das Ding anziehen, damit wir hier kein Leben verlieren. So, und jetzt sind wir unten. Und da ist die Höhle. Ich werde aber jetzt diese zwei Muscheln, tut mir wirklich leid, aber die kann ich nicht stehen lassen. Einmal und zweimal, auch wenn mich das jetzt quasi eine Menge Luft kostet. Aber ist egal, wir brauchen es. So, jetzt wieder hoch und hier geht's rein. So, jetzt sind wir wirklich in einem Gebiet, wo ich persönlich noch nie drin war. Wir frieren immer noch tierisch. Ist aber nicht schlimm. Ich habe ein Wärmekit dabei, notfalls. Oh, es hat aber schon aufgehört. Das ist gut. Eidet aus. Ich glaube, ich habe hier so ein paar Frame-Drops, aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Von der Helligkeit, ich mache mal die Lampe wieder aus. Ist auch alles gut. Sehe ich jetzt gerade überhaupt keinen Stress. Sind wir denn schon da? Ne, hier geht es noch weiter. Oh, cool. Sieht aber geil aus. Also hell ist es, wärmer ist es auch. Und wir sind mit einer Flasche, ist das eine Oberfläche? Yes. Wir sind scheinbar mit einer Flasche durch. So, jetzt mal vorsichtig erstmal gucken. Geil. Okay, das ist geil. Das ist nicht so geil.
Sind das Banditen da schon? Ja, oh, da steht direkt einer. Okay, jetzt ist die große Überlegung, wo nisten wir uns denn mal ein? Hier auf der Seite. Mal gucken. Erstmal an Land gehen. Mal sehen, ob ich hier irgendwie ein Fundament hinsetzen kann. Da hinten rennt einer rum. Okay, da muss ich mich gleich drum kümmern. Eins nach dem anderen. Jetzt wollen wir erstmal auf jeden Fall das Fundament aufstellen. Und zwar hier auf der sicheren Seite sind. Oh, guck mal. Und es geht sogar. So, das heißt, ich würde das jetzt vielleicht so machen. Dann kann ich von hier perfekt drauflaufen. Sehr gut. So, und dann wollen wir gleichzeitig noch so machen. So, also Sauerstoffflaschen raus. Die brauchen wir nämlich nicht. Essen raus, brauchen wir auch nicht. Die Muscheln raus. Davon würde ich eins mitnehmen. Die scheinen wir nicht zu brauchen. Ich nehme vorsichtshalber mal eins mit. Adrenalinkit habe ich gebaut. Das wollte ich einfach mal testen. Gegenmittel kann eins hier bleiben. Und die gesamte Ersatzmuni nehme ich auch mit. Das scheine ich nicht zu brauchen. Ich nehme es aber trotzdem mit. Wer weiß. Tja, ich mache mal die Hälfte der Pfeile, lasse ich auch hier. Ich denke, die werde ich nicht brauchen. Ah, wobei doch vielleicht, ich weiß ja nicht, wie das mit den Fledermäusen nachher aussieht. Okay, ich denke, so können wir es lassen. Essenstechnisch, bisschen was nachessen. Ein Ei, die Hagebutte und hier so eine Flasche nehme ich mit. So, das reicht mir. Perfekt. So, dann lass uns jetzt mal gucken, wie das mit den Jägerjungs hier am besten anstellen. Es scheint nur der eine aktuell zu sein. Da hinten ist noch einer. Na herrlich. Okay, dann gehen wir mal hier auf den Stein drauf. Und dann gucken wir, wir machen ganz in Ruhe und entspannt. Also ich habe schon vor, die nächsten ein, zwei, vielleicht sogar drei Folgen, ich weiß nicht, wie groß das hier unten alles ist, hier unten zu verbringen. So, dass wir uns wirklich mal einmal alles angucken. Sei denn, ich sterbe. Aber wenn ich sterbe, ist aus. Ich habe nämlich nur die eine Taucherausrüstung. Oh, jetzt haben sie mich. Oh, und direkt einen gesessen hier. Wo bist du? Oh. Schnell weg. Ich muss mir Schutz suchen. Ich gehe hier mal hinter diese, wie heißen die, Stalagniten? Ich glaube. Kommen die mir durchs Wasser jetzt hinterher, die Jungs? Oder bleiben die da? Ne, die scheinen da zu bleiben. Oh, und er scheint auch einfach da stehen zu bleiben. Das ist ja nett von ihm. Upp, höher. Noch höher. So. Noch höher, noch höher. Habe ich da gerade an der Decke irgendwas gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Jawohl, der ist erledigt. Das kostet mich richtig viele Pfeile hier gerade. Bleibt ihr stehen? Die haben einen Helm auf dem Kopf, ne? Okay. Nee, ich bin kein guter Schütze. Ich bleib mal lieber hierbei. Ist jetzt die Frage. Ich versuche mal darüber zu schwimmen und schon mal die Tasche zu looten. Gucken, wie die Jungs darauf reagieren. Wenn ich jetzt hier an Land gehe, ob die mich direkt wieder erfassen? Drei Leute. Das ist natürlich gleich wieder Hardcore-mäßig. Aber es sieht ganz gut aus. Im Moment erfasst doch einer hat mich. Und direkt mal wieder abtauchen. Gucken, vielleicht kriege ich sie ja dazu. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen Cheaten. Aber im Namen der Sicherheit, wenn ich sie dazu kriege, sich da wieder irgendwo hinzustellen oder stehen zu bleiben, habe ich nichts dagegen. Sie tanzen da jetzt rum? Bleibt doch mal stehen, Jungs. Bleiben die echt nur stehen, wenn ich sie... Okay, also es scheint so zu sein, ich musste jetzt, es geht nicht. Ich musste wirklich vernünftig triggern, sonst komme ich hier nicht weiter. Es ist natürlich jetzt mies, dass die mir hier direkt schon den Eingang wegblockieren. Bleibt der da jetzt stehen? Natürlich nicht.
Auf laufende Ziele brauche ich nicht schießen. Das hat keinen Wert. Weiß halt auch nicht, wie nah ich ran muss, damit sie auch mal stehen bleiben. Oh. Das ist ein guter Platz. Zu hoch. Treffer. Treffer. Pfeile leer. Gut, jetzt ist es nur noch einer. Jetzt versuchen wir es mal mit der Shotgun-Action. Den einen noch irgendwie hinzukriegen. Irgendwo sehe ich, höre ich ihn. Da ist das Feuer. Aber wo bist du? Da. Okay, zwei Hits hat er. So viel kann er ja nicht aushalten. Ei, Captain. So, wir looten. Bringen alles, was wir hier jetzt haben, in Sicherheit. Auf die Schnelle, würde ich sagen. Den noch. So, das hier, was ich hier gesehen habe, will ich mir einmal angucken. Pilze. Cool. Gucken wir schnell, was die hier in ihrer Feuerstelle haben. Nur was Verbranntes. Die Asche nehmen wir raus. Und ansonsten lasse ich die, glaube ich, stehen. Kann ich die bewegen? Kurz mal testen. Ne, das geht nicht. Na ja, gut. So. Ein Lootsack müsste noch oben auf dem Hügel drauf liegen. Und dann gucken wir gleich mal diese Dinger, ob das Kristalle sind oder das andere Zeug. So, das machen wir jetzt einmal schnell. Jetzt haben wir es ja hier geklärt. Dann mache ich jetzt hier diese beiden, die wir hier direkt sehen. Mal sehen, was es hier gibt. Kristallerze. Geil. Kristallerz, Kristallerz. Nochmal Kristallerz. Okay. Also, wir haben einmal Pilz und zweimal Kristallerz gefunden. Das finde ich schon mal schön für den Anfang. Okay, wir nehmen auf jeden Fall die Lampe mit, weil es ist doch dunkel stellenweise. Ich lade mal alles nach. Pack mal noch ein paar Pfeile ein. Ich glaube, von den Kits, die ich habe, werde ich auch ein bisschen... Wobei, nee, die behalte ich. So, also, ich brauche die. Ich brauche die. Die brauche ich nicht. Die brauche ich. Kann ich das essen? Ach, nö, komm, ich pack das hier mal in die Kiste. Genau wie das alles. Das auch. Das auch. Ach, guck mal, die Lampe habe ich ja sogar dabei. Okay, muss ich ja nur ausrüsten. So, die haben wir voll. Und die haben wir auch wieder voll. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt nicht noch auf mega viele Leute hier stoßen werden. Essenstechnisch trinken wir hier nochmal ein. Die Tomate kann ich futtern. Ein Ei kann ich nochmal futtern und dann sollten wir auch auf Kurs sein. Kann ich die einfach essen eigentlich? Jo, die kann ich sogar tatsächlich einfach futtern. Aber ich nehme sie mal mit, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir die auch für irgendwas brauchen nachher. So, ja, Fledermose soll es ja auch noch geben. Bin ich auch ganz gespannt. Wir gucken mal erstmal vielleicht so rum. Wobei, nee, wir machen das anders. So. Cool. Ich lasse es einfach zwischendurch auf mich wirken. Also nicht wundern, wenn ich nicht rede zwischendurch. Ich bin, wie gesagt, zum ersten Mal hier drin. Und ich muss sagen, bis jetzt, was ich hier so sehe, super gut gelungen. Ist das was zum Ernten? Nee, das ist nur Botanik. Okay. Das hatten wir eben schon. Das ist nur Botanik. Und hier ist Ende. Okay. Gut, also das hier scheint wirklich der Eingangsbereich zu sein. Und ich glaube, die Stelle, die ich da jetzt ausgesucht habe für meine Sachen, ist gut. Weil wenn die Jungs hier tatsächlich direkt schon am Eingangspunkt quasi campen, finde ich das, glaube ich, ganz okay, wenn ich da noch die Option habe, mich so ein bisschen zurückzuziehen und die da scheinbar auch nicht mit klarkommen. Ne? Also die hätten ja jetzt auch einfach rüberschwimmen können oder so, haben sie aber nicht gemacht. Und so habe ich dann mit meinen Noob-Skills noch die Option, mich da vernünftig zurückzuziehen. Weil wie ich, glaube ich, vorhin schon kurz gesagt habe, wenn ich hier drin
sterbe, dann ist alles, was ich in der Tasche habe, weg, weil ich habe nur eine Taucherausrüstung und damit dann keine weitere Option, hier nochmal runterzukommen. Da sind Pilze. Das heißt also, ja, das ist dann einfach weg. Deswegen werde ich zwischendurch immer mal wieder zur Kiste rennen, weil das, was in der Kiste ist, ist zwar auch dann unerreichbar für den Moment noch, aber nicht weg. Wenn ich dann das nächste Mal hier bin, kann ich das dann holen. Da scheint irgendwas. Ist das hier irgendwas? Jo, was ist das? Kohle. Okay. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und was wir auch noch suchen, ist dieses Zeug für diese entflammbaren Gewehrkugeln, die mit dem einen Patch dazugekommen sind. Diese Brandpatronen hier. Und zwar Phosphor. Ist es, was wir da suchen. Und Fledermäuse, habt ihr mich auch vorgewarnt? Habe ich bis jetzt auch noch nichts gesehen. Aber ich denke, Fledermäuse werde ich wahrscheinlich erst sehen, wenn es zu spät ist. Oh, ich höre was. Da. Dang it, ich blute. Ich sehe es nicht mehr, da ist es. Boah, ich habe es gut erwischt. Wie jetzt, du feige Ratte? Komm hier wieder her. Nice. Ach, guck mal, Fleisch und so. Dann lass uns mal einmal schnell sauber machen. Die Feuerstelle von den Banditen gleich nochmal schnell nutzen. Unser Fleisch kochen. Das sieht irgendwie anders aus. Ne, ist auch Kristall, okay. Mist, ich habe gar keine Anzünder mitgebracht, ne? Okay, dann hat sich das mit der Feuerstelle im Prinzip schon wieder. Aber ist egal, ich bin froh, wir haben jetzt die Fledermaus auch erledigt. Das ging erstaunlich gut. Okay, dann lade ich jetzt die Schrotze nochmal auf. Wie gesagt, ich mache hier jetzt einen auf extrem konservativ. Und wenn ich jetzt mal gerade so auf die Uhr gucke, würde ich tatsächlich auch sagen, bevor wir jetzt wirklich mal losrennen und einen großen, großen Run machen, beenden wir die Folge jetzt an dieser Stelle erstmal. Und ich hole euch dann gleich direkt wieder mit dazu. Und wir sehen uns dann morgen wieder für die große Höhlentour. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Bleibt gesund, bis morgen. Tschüss.